In einer Woche ist es soweit. Da kommt das Halbfinale des Berlin-Pokals für die VSG Altglienicke. Der BFC Dynamo wartet auf die Gegner der TSG Neustrelitz. Der Oberligist ist der Gegner heute in diesem Testspiel, wo natürlich auch die vereinseigenen Videoanalysten mit am Start sind. Die Mannschaft von Carsten Heine, die ja Tabellenzweiter in der letzten Saison wurde, in Blau von links nach rechts mit Lemke. Sigerci gut durchgesetzt und in der Mitte wartet dann Christian Skoda. Schon früh offensive Akzente der Gastgeber, noch bleiben sie an Keeper Thomas Weber hängen. Breitkreuz. Gute Übersicht auf Linus Meier. 1:0, 14 Minuten gespielt. Der Gastgeber führt durch den Neuzugang Linus Meier. Er kam vom SV Rödinghausen, ist Meister der Regionalliga West geworden und setzt sich hier gegen ganze 5 Mann durch. Starkes Dribbling, gute Ballführung und dann ist der Ball auch schon im Tor. Das gefällt Carsten Heine und natürlich auch Thorsten Matuschka. Der Regionalligist weiter tonangebend, Sigerci auf Meier und wieder ist Weber da, gleich 2, sogar 3-mal der Torwart im Weg. Ohne ihn könnte es hier schon 2 oder 3:0 für die Gastgeber stehen. Altglienicke, dann wieder über Dennis Lemke, der Außenspieler, sehr fleißig, versucht es mal direkt, aber immer wieder bleibt die VSG an diesem Thomas Weber hängen. Eine fantastische Leistung des 21-jährigen Torwarts, der im Winter nach Neustrelitz kam. Der 1:0 Halbzeitstand natürlich zu wenig für die großen Ambitionen des Regionalligisten. Bremer, tolle Seitenverlagerung auf Breitkreuz. Sigerci vertändelt, aber Breitkreuz ist hellwach. 2:0. 47 Minuten gespielt. Es macht der so erfahrene Patrick Breitkreuz. Zweite und dritte Liga hat er schon mitnehmen können in seiner Karriere. Hier macht er das geschickt. Sein Bruder spielt ja auch selber bei Erzgebirge Aue in der zweiten Liga. Den hat er so gerochen und das auch vollkommen richtig. Altglienicke jetzt mit vielen Wechseln. Nächster toller Ball auf den eingewechselten Romario Hartwig. 3:0. Jetzt wird es dann doch eindeutig. Nach 77 Minuten nutzt die VSG Altglienicke endlich ihre Chancen konsequent. Bei diesem Abschluss wäre Weber fast auch noch rangekommen. Der Torwart, der beste Akteur bei seiner Mannschaft, die nach vorne überhaupt nicht stattfindet. Nächster Fehlpass und sofort geht es wieder nach vorne mit dem sehr eifrigen Hartwig. Binias nimmt ihn gut mit und links wartet Christopher Quiring. Schönes Tor zum 4:0. Dieser Treffer nur eine Minute später. Der Flügelspieler, der ja auch bei Union und Rostock gespielt hat, kann mit dieser Flanke viel anfangen. Gute Vorarbeit und der Torwart war ja schon ausgeschaltet in dieser Situation. Neustrelitz kann sich nicht durchsetzen, auch nicht körperlich, stark durchgetankt hier von Manske. Quiring auf der rechten Seite und links wieder. Romario Hartwig, den muss er eigentlich machen. Hat aber Glück, dass da noch ein Foulspiel dazwischen kommt. Schiri Dennis Wegert pfeift auf Elfmeter. Und jetzt ist es die Chance für Jan-Philipp Binias. Und tatsächlich gehalten von Thomas Weber. Das ist nicht zu fassen, was der für eine klasse Partie macht. Hat in der Oberligasaison noch kein Spiel absolviert. Hier drängt er sich auf für die erste Mannschaft. Das Team von Carsten Heine hat allerdings trotzdem noch nicht genug. Nächste Chance, dieser Eckball von der linken Seite nach 83 Minuten. Und der landet perfekt bei Quiring. Traumtor zum 5:0. Christopher Quiring, was für ein Strahl, aber auch was für eine Vorlage, dieser herrliche Eckball. Solche Parabeln lernt man sonst im Mathe-Leistungskurs und Quiring nimmt den wunderbar zum 5:0. Das wirklich die sehenswerteste Aktion in dieser Partie bis jetzt. Häusler, nächster toller Ball und Hartwig macht das klasse. 6:0 Altglienicke. Jetzt kommt das Ausrufezeichen für den BFC Dynamo. Die Effizienz, die noch in der ersten Halbzeit gefehlt hat, hier vorbildmäßig abgeschlossen durch Hartwig, der cool bleibt und den Torwart einfach überchippt. Einer geht noch, werden Sie sich denken, 87 Minuten gespielt. Wieder Quiring, Hattrick für Christopher Quiring. Klasse Partie
von ihm und damit dann auch der Endstand in dieser sehr ereignisreichen Partie. Wie werden sie in die Zukunft schauen, ist jetzt die Frage für Trainer Carsten Heine. Was zählt es jetzt erstmal für jeden Spieler, dass die oft ja nicht so geliebte Vorbereitungsphase für uns vorbei ist? Wir haben nächste Woche unser erstes Pflichtspiel und darauf brennt eigentlich jeder Spieler, jeder bei uns im Verein. Und deshalb ist es mir eine große Freude, dass es endlich losgeht. Große Vorfreude bei dem Mann, der ja selber einmal Trainer in der Bundesliga war. Mit dem Sieg des Berlin-Pokals hätten sie die Chance, auf den ersten FC Köln zu treffen. Bis dahin ist allerdings noch eine Menge zu tun bei der VSG. Aiglinicke.